Ist die Rentenerhöhung 2023 schon amtlich? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Am 20. März 2023 kam ja die Ankündigung, dass es zum 1.7.2023 eine Rentenerhöhung für rund 21 Millionen gesetzliche Rentenempfänger geben soll. Und zwar im Westen 4,39% mehr Rente und im Osten 5,86% mehr Rente. Und das wurde dann auch, diese Ankündigung wurde dann auch recht offiziell von höchster Stelle bestätigt in einer Pressemitteilung auf der Internetseite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Meine Damen und Herren, das ist erstmal eine Ankündigung. Eine Ankündigung ist aber noch kein Gesetzesvorhaben, was umgesetzt worden ist. Aktuell mit Stand 21.03.2023 gibt es aus meiner Sicht noch nicht zugreifbar kein Referentenentwurf einer Rentenwertanpassungsverordnung. Die liegt uns also noch gar nicht vor. Und dann folgend ein Beschluss der Bundesregierung, dann das Durchwinken durch den Bundesrat, die Unterschrift des Bundespräsidenten auf der Verordnung und dann die Verkündung im Bundesanzeiger. All das ist noch gar nicht passiert. Also meine Damen und Herren, wir haben es hier mit einer Ankündigung zu tun und noch nicht mit einer bindenden Rentenwertanpassung. Aber ich kann sagen, seitdem wir hier Rentenberater sind und seit dem 1.7.2014 ganz genau haben wir es bis heute noch nicht erlebt, dass wenn eine Ankündigung kam zur Rentenwertanpassung, dass diese dann nicht auch 1:1 so umgesetzt worden ist. Also wir gehen davon aus, dass die Ankündigung zur Rentenanpassung 2023 zum 1.7.2023 dann tatsächlich auch so kommen soll und kommen wird. Wir warten aber jetzt den normalen Gang des Gesetzgebungsverfahrens für die Rentenwertanpassungsverordnung einfach ab. Ich bin schon mal gespannt, was in dem Referentenentwurf, wenn er denn veröffentlicht wird, alles so zur Begründung der Rentenerhöhung drinsteht. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.